Hallo, herzlich willkommen bei Klaus Grill, Feines Grillen, Barbecue. Draußen ist furchtbares Wetter. Das heißt, wir können uns heute mal um Grillgrundlagen kümmern, dass du in der nächsten Grillsaison, wenn es so weit wie eine Grillsaison überhaupt gibt, noch besserer Griller wirst. Viel Spaß dabei. Ja, was man sehr häufig hört, ist direktes und indirektes Grillen. Das ist ein Riesenthema, aber eigentlich ist es relativ schnell zusammengefasst. Und zwar, wir erklären das heute mal am Beispiel eines Gasgrills, weil die meisten von euch haben unterdessen Gasgrills zu Hause. Und ich habe hier auch einen Gasgrill stehen. Und wenn wir an direktes Grillen denken, dann denken wir mal an das klassische, ich sag das mal, Flachgrillen, ne? Nackensteaks, Würstchen, ein paar Chicken Wings, sowas in die Richtung, einfach über den Grill schubsen. Und indirekt Grillen sind Grillarten, wo die Hitze nicht direkt ans Fleisch kommt. Was ist damit gemeint? Also damit ist gemeint, dass es eher die Funktion eines Backofens hat. Kann man sich dann viel besser vorstellen, wenn man beim indirekten Grillen eher an Backen denkt. Weil man unter uns, genau, das ist das, was beim indirekten Grillen passiert. Dann ist diese direkte und indirekte Grillen manchmal ja nicht voneinander zu trennen. Manche Dinge grillt man direkt und indirekt gleichzeitig oder nacheinander. Zum Beispiel, wenn wir relativ dicke Steaks haben, dann grillt man die erstmal direkt an und lässt jetzt praktisch auf einem Gasgrill oben auf dem Ablagerost ganz in Ruhe nochmal nachziehen. Ne, dieses Nachziehen lassen oben ist ja auch ein indirektes Grillen. Weil beim direkten Grillen immer die Hitze direkt von unten über den Rost ans Fleisch geht und beim indirekten Grillen die Temperatur ins Fleisch eher über die Luft kommt. Beim direkten Grillen, das ist ein relativ einfaches Thema, das kennt viele von euch. Da guckt man, dass man die Hand über den Rost hält, so bis 22 zählt oder sagt 1 Mississippi, 2 Mississippi und wenn es dann so heiß wird, ziehst du die Hand zurück und dann ist genau richtig. Wenn du bis 3 Mississippi zählen kannst, dann braucht der Grill mehr Schub. Wenn du nach einem Mississippi schon hier Blasen dran hast, also Hand nur über den Rost halt, ne? Nicht auf dem Rost. Wenn du die Hand dann schon Blasen hat und zu heiß wird, dann ist der Grill zu heiß, dann drehen ein bisschen runter. Die Frage ist, was sich viele stellen, ist, wann setzt man was ein? Und das ist eigentlich relativ einfach. Alle bis 1,5 cm Dicke, also alle bis der Größe von einem Chicken Wing, kannst du locker direkt grillen, also direkt auf der Hitze hin und her. Geht es bis zu einer Größe von ja, so 5 cm, also von 1,5 bis 5 cm, dann bist du im Bereich von direkt angrillen, indirekt nachziehen lassen. Und alles, was über 5 cm ist, ist aus meiner Sicht gleichwert, um das indirekt hinzupacken. Und beim indirekten Grillen kann man ein paar Sachen falsch machen. Der klassische Fehler ist, dass man indirekt zu kalt oder zu heiß grillt. Also alle Bereiche unter 120 Grad machen beim Grillen für mich überhaupt ja keinen Sinn, weil das zieht bloß die ganze Sache in die Länge und alles über 300 Grad ist, also eigentlich über 250 Grad ist schon Kokolores, weil so große Stücken dann in aller Regel außen eher schwarz werden, als sie innen durch sind. Ich empfehle beim indirekten Grillen einfach so als Richtwert, damit ist man immer richtig, alle zwischen 180 und 220 Grad ist irgendwo ein Bereich, wo man sehr mit zurechtkommt. Außer diese indirekte Grillen, wenn es jetzt Richtung Smoken geht, wenn du richtig große Fleischstücken hast, die jetzt über 6 Stunden oder 8 Stunden oder 10 Stunden zerfallig werden willst, dann musst du ein bisschen mit der Temperatur runtergehen. Der große Fehler, den du beim indirekten Grillen machen kannst, also haben wir uns schon gemerkt, ist A, die Temperatur und B, das Setup von deinem Grill. Also wenn du schon den Grill anmachst, ist beim indirekten Grillen immer so, Rechtsbrenner an, Linksbrenner an, in der Mitte ist die indirekte Zone. Dass keine Hitze über einen heißen Rost nach oben kommt. Und was du auch nicht machen solltest, ist den Grill besonders lange vorheizen. Weil wenn du jetzt ein Stück einfach hier raufpackst auf den Grill und der hat schon bei 220 Grad eine Stunde vorher heizt, dann hat der Rost auch schon durch die Temperatur, die nur in dem Grill ist, 220 Grad und dann verbrennst du hier unten, beziehungsweise kriegst unten harte Stellen. Die ideale Art und Weise zum indirekten Grillen, ich sag's leider unbezahlte Werbung an der Stelle, ist sowas hier. Die Consist-Form von IKEA, weil du hast eine Entkopplung, dass du vorheizen kannst und nicht dein Grillgut mit dem heißen Rost entgegenkommt, weil er soll ja backen, also soll ja indirekt grillen. Dadurch hast du so einen Entkopplungsrost drin. Und du hast den Vorteil, dass alles, was sonst runtertropfen würde beim indirekten Grillen, in deinem Grill landet, hier in dieser Schale drin landet. Also, du bereitest deinen Grill gut vor, schiebst ihn ein und du siehst, hast jetzt hier beim Broil King 6,90, hast du jetzt, also, es könnte auch ein 4,90 sein von der Breite her, hast du rechts genau und links genau eine Brennerbreite frei, schließt den Deckel und kannst damit super indirekt grillen. Man kann aber auch Dinge, die, also ich habe gesagt, 5 cm plus indirekt grillen, man kann aber auch kleinere Dinge indirekt grillen, wenn man das möchte. Ist manchmal nicht ganz so cool, weil man gerne auch was drehen will, aber zum Beispiel die klassischen Chicken Wings könnte man jetzt auf so einem Grill auch indirekt grillen, indem man jetzt nicht auf dem Gasgrill nur die Mitte nutzt, sondern auch ganz einfach hier oben die Ablage.
Und dazu nimmt man sich einfach ein bisschen Alufolie, breitet die da drunter aus, dass die Hitze nicht direkt hier an den Rost steigt, sondern eher hier unten drunter vorbeistreicht, hier so eine kleine Konvektion bildet und dann kann man hier oben wunderschön auch mal 1,5, 2, 3 Kilo Chicken Wings draufpacken und kann die da oben auch indirekt grillen. Gibt Leute, die grillen indirekt ihre Bratwürste. Das kannst du auch tun. Dann musst du natürlich wirklich Richtung 220 plus unterwegs sein. Aber ich finde so, ja, man kann es machen. Aber nicht alles, was man machen kann, ist auch cool. Außer du hast Spaß dran. Dann ist es beim Grillen so, dass du, ja, da gibt es keine Gebote und Verbote. Und alles, was ich hier sage, sind nur Hinweise aus meiner Sicht. Du kannst das alles auch komplett anders machen. Auch das ist möglich. Aber das ist so für mich die einfachste Richtschnur, wie man relativ schnell zum Grillerfolg kommt. Beim indirekten Grillen ist noch eins zu beachten. Und zwar, da gehst du ganz stark auf Kerntemperatur. Beim klassischen Flachgrillen von diesen kleinen dünnen Stückchen kannst du auch Kerntemperatur machen, aber die kannst du auch durchknallen. Außen braun heißt innen gut, ist meistens so. Da brauchst du nicht groß nachmessen, aber bei diesen größeren, dickeren Stücken ist man sich natürlich nie sicher, ist es innen noch roh oder ist es schon durch oder ist es übergart. Da empfehle ich immer die Nutzung eines Kerntemperaturthermometers. Und da gibt es verschiedene Varianten. Da gibt es diese Mieternadeln, die du drin machst oder kabelgebundene Thermometer oder Funkthermometer. Ich habe überhaupt ja keinen Stress damit, den Thermapen, MK irgendwas, Thermapen, ich verlinke euch den mal unten drunter, benutze ich seit Jahren, kriegt da kein Geld jetzt für. Aber der ist schnell da, der ist schnell in der Temperatur da. Und du kannst mal rasch den aufmachen, kannst gucken, wie weit haben wir, Temperatur rausziehen, passt oder passt nicht, Deckel wieder zu. Und ich finde, mit so einem Thermometer lernst du noch viel, viel mehr, weil du siehst, wie dein Grill gut von außen aussieht. Du siehst gleichzeitig, wie es von innen aussieht und hast nicht nur ein Kabel drin stecken, Deckel unten und weißt noch nicht so richtig, was passiert, gerade wo. Und da Temperaturmessung mit so einem Ding ist, also beim großen Stück fange ich nicht an, vor einer Stunde, vor zwei Stunden irgendwas zu messen. Dann halte ich mal irgendwann drin, guck mal, wie weit es ist, denke, oh, wohin wollen wir? Rechne dann hoch und gucke nach einer halben Stunde, wo sind wir dann mit der Temperatur? Und ihr müsst auch keine Angst haben, wenn ihr irgendwo ein Fleisch drin stecht beim indirekten Grillen oder beim direkten Grillen, dass wenn da 3 Tropfen rauskommen, dass euer Fleisch dann trocken wird. Das ist ein Alt-Am-Märchen, die sind nur Fantasie. Und das klassische Smoken, wie man das so aus USA kennt, kann man mit dem Gasgrill natürlich auch machen. Ihr habt das heutzutage Kaltrauchgeneratoren. Von Autochef zum Beispiel ist ein schöner, den kann man an die Seite stellen, kann Rauch reinlassen. Das macht nur Sinn tatsächlich beim Niedertemperaturgaren, also oder beim indirekten Grillen. Wenn du jetzt einen Kaltrauchgenerator aufmachst, wenn du irgendwie deine Würste und deine Steaks grillst, da kommt nicht viel von an, zumal du da immer den Deckel offen hast und beim indirekten Grillen hast du immer den Deckel zu. Brauchst du nicht mit anfangen. Also beim indirekten Grillen zum Smoken, Temperaturbereich 120 bis 140 Grad. Circa, wenn du jetzt zum Beispiel so ein Bräuching hast mit einer Temperatursteuerung, kannst du sehr genau einstellen. Ansonsten hier bei sowas kleinste Temperatur. Notfalls gucken, ob nicht sogar ein Brenner ausreicht. Und manchmal ist es so, dass du nur einen Brenner brauchst und dann drehst du einfach. Also wenn du jetzt praktisch bloß in einer Seite anhast, dann drehst du den mal. Das passiert dir auch, wenn du einen Grill zum Beispiel nur mit 3 Brennern hast. Da wird das ein bisschen kompliziert. Dann machst du das nämlich genau so, dass du von allen 3 Brennern bloß einen von den äußersten anmachst, um auf deine Temperatur zu kommen, also beim Smoken als auch beim indirekten Grillen. Und dann hast du natürlich das Problem, dass von einer Seite mehr Energie ans Fleisch kommt als woanders. Und dann macht es nicht Sinn, das Fleisch rüberzuschieben, den nächsten Brenner anzumachen, sondern es ist dann der Punkt, das Fleisch zu drehen. Und auch dann ist wieder so eine Grillschale wieder Gold wert, weil du musst kein Fleisch groß anpacken, sondern du nimmst die Schale, drehst sie rum, Deckel zu, gut ist. Ja, ich denke, ihr habt jetzt so ein bisschen mehr Eindruck über direkte, indirekte Grillen gewonnen. Grillprofis werden das natürlich alle schon kennen, aber vielleicht der ein oder andere von euch, der neu anfängt, hat jetzt mit der dicken Bestimmung mal so eine Idee, was wohin passt, hat eine kleine Temperaturskala an der Hand und hat so eine Grundidee, wie man sich so ein Grill führt, indirekte Setup aufbaut. Weil direkt ist klar, Brenner an. Auch da, wie gesagt, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, da ruhig mal to smoke machen, mal ein bisschen Gang zurückschalten, nicht überhitzen die Dinger, weil wenn du nachher nur noch schwarze Streifen an deinem Fleisch dran hast, ist auch doof, braune sind viel schöner. Also jedenfalls beim Fleisch. Von daher, wenn ihr Spaß habt an diesem Video, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, einen wohlwollenden Kommentar oder ein Abo. Bis zum nächsten Mal, Klaus grillt, feines Grillen-Barbecue, macht's gut. Beef Bandits. Once a bandit, always a bandit.